Das Ehepaar Tiller-Giller, das ist natürlich eine Traumbesetzung. Das wünschen sich viele, sie mal auf eine Bühne zu stellen. Gemeinsam einmal waren sie auf Tournee, nicht? Ja, das ist aber schon viele Jahre her. Und warum dann nicht mehr? Gab es so viel Streit? Nein, es war keine Gelegenheit mehr. Sie waren Miss Austria vor ein paar Jahren. Oh ja, das ist aber sehr lange her. Ja. Als eine Wollen wir darüber jetzt sprechen? Nein, nein, warum nicht? Ich finde das toll. Sie sind eine wunderschöne Frau. Dankeschön. Und sind Schönheitskönigin geworden. Und die Schönheitskönigin haben ja meistens immer so ein Ogu um sie herum, nicht? Die einen machen dann keine Karriere, die anderen, da erzählt man dann, naja, ob die nun begabt sind oder nicht. Aber sie legen großen Wert darauf, dass sie vorher schon Theater gespielt haben und vorher schon engagiert waren. Ja, ich war bereits Schauspielerin und war am Theater in der Josefstadt in Wien engagiert, bevor ich Miss Austria wurde. Das Theater hat es auch gar nicht so gerne gehabt. Und wann, lieber Herr Giller, hat sich dieser Reim zum ersten Mal getroffen, dieser Tiller-Giller-Knüller da? 1953 bei einem Film in Berlin. Und hat's da auch sofort geknallt und gefunkt? Ja, wenn man das so... Der will uns an das Eingemachte her. Ja, ich habe die Nadja gefragt. Ich hatte, nachdem ich sie kennengelernt hatte, hatte ich den nächsten Tag drehfrei und habe ich sie gefragt, ob sie vielleicht auch frei hat und was sie morgen macht. Sagt sie, wieso? Habe ich gesagt, ob wir nicht morgen heiraten wollen. Und dann haben wir nach 3 Jahren haben wir dann geheiratet. So lange hat sie denn noch überlegt. Sie haben 2 Kinder, ja. Und über die Tochter liest man im Moment eine ganze Menge, dass sie auch eine Karriere als Fotomodell macht. Was macht sie heute Abend? Heute ist sie in Zürich. Und was macht sie da? Arbeiten? Sie hat Fotos dort gemacht. Ja. Ah ja. April. Freund wird sie wohl treffen. Ne? Ja, ich nehme an, dass Sie sich etwas irren. Sie ist hier. Oh. Ja, es ist aber gut. Ja, Tanja. Grüß Gott. So, die Eltern müssen sich natürlich jetzt mal begrüßen. Das ist nett. Toll, dass Sie das mitgespielt haben. Ja, meine Süße. Also, Sie haben das wirklich nicht gewusst. Das ist eine große Überraschung. Jetzt gibt es erstmal hier Küsschen. Und ich glaube, dass der Roberto sich ganz besonders auf diese Begegnung freut. Ja, ich bin der Onkel. Also, ich muss dazu Folgendes sagen. Sie haben gestern gesagt, dass sie also nicht kommen kann und dass sie sehr viel arbeitet. Und da haben wir gedacht, das werden wir doch noch schaffen, im Wetten, dass das Töchterchen mal kurz einzufliegen. Ja. Und sie kann jetzt auch nicht lange bleiben, denn ihr Flugzeug geht genau in 1/4 Stunde. Wir müssen sie sofort zurückschicken. Nicole wartet. Ich muss arbeiten. Ach so, dann ist gut. Haben Sie schon mal so einen Überraschungsbesuch bei einer Fernsehsendung oder im Theater bei Ihren Eltern gemacht? Nö, eigentlich nicht. Ja, im Theater vielleicht mal privat, dass man halt vorbeikommt oder dass die Eltern es wissen, aber sonst so organisiert eigentlich nie. Also ich finde das toll, wir haben Sie 3 Stunden im Hotel eingesperrt, dass Sie uns nicht verraten haben. Ich finde das richtig nett von Ihnen. Vielen herzlichen Dank und toi, toi, toi für Ihre Karriere als Fotomodell. Danke. Da müssen Sie nur dann in Zukunft den Kopf etwas höher halten, sonst haben Sie einen Schatten im Gesicht. So. Die große Tochter, den Sohn haben wir jetzt nicht zu uns gebracht, rast wieder zum Flughafen. Roberto, wenn du dich in Ruhe von ihr verabschieden möchtest, dann gehen wir so lange darüber. Schau, hast du mir nie gesagt, wo du sie angesperrt im Hotel, sondern ist Vielen herzlichen Dank und guten Flug. Tschüss. Bis morgen. Das ist ja ein Ding. So, das war mal die kleine Überraschung für das Ehepaar Tiller-Giller. Ja, nicht? Damit haben Sie nicht gerechnet. Nein, das war eine echte Überraschung. Aber eigentlich sind Sie ja nie aus der Fassung zu kriegen, Herr Giller. Doch, ich war aus der Fassung, muss ich sagen. Er hat sich richtig gefreut. Ja, schön. Das ist auch... Ich glaube, man kann als Vater stolz sein, wenn man so eine hübsche, große Jetzt Tochter hat. Ich muss mal fragen, habt ihr sie von Zürich hergeholt? Das nachher. Ich glaube, ja. Ja. Also ich meine, ich habe das jetzt nicht selber gemacht. Wieso wollten Sie das wissen? Hat sie Ihnen gesagt, sie sei woanders? Nein, sie wollte gestern von München nach Zürich. Jetzt weiß ich nicht, habt ihr sie noch in München abgefangen? Ja. Oder, aber ich würde sagen, das fragen Sie sie nachher selber. Nachher, nicht, dass ich mich da in irgendeine private Geschichte einmische. Man weiß ja nie. Ja. Nein, das bleibt ja unter uns. Hört ja kaum. So,